Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Die internationale Expertengruppe hat sich festgelegt. Die vor gut 2 Jahren abgeschossene Passagiermaschine der Malaysian Airlines wurde von einer Rakete russischer Bauart getroffen, abgefeuert in der Ostukraine, aus einem Gebiet, das von pro-russischen Separatisten kontrolliert wurde. Die mobile Abschussrampe sei anschließend wieder nach Russland zurückgebracht worden. Moskau wies diese Darstellung umgehend zurück. Es geht um den Tod von 298 Menschen an Bord von Flug MH17. Gespannte Erwartung vor der Pressekonferenz heute Nachmittag. Das internationale Ermittlungsteam präsentiert zum ersten Mal Ergebnisse der strafrechtlichen Ermittlungen. Das Ergebnis ist, dass MH17 von einer Buk-Rakete abgeschossen wurde, die von einem Feld bei Pjawomaiski gestartet wurde. Das Raketensystem kam aus der Russischen Föderation und kehrte danach dorthin zurück. Russland hatte lange bestritten, dass das Flugzeug, wie in dieser Animation, von einer Buk-Rakete zerstört wurde. Der Weg des Raketenwerfers durch die Ostukraine wurde anhand von tausenden Amateurvideos, Fotos und aufgezeichneten Mobiltelefongesprächen rekonstruiert. Alle diese Hinweise ergeben ein zusammenhängendes und widerspruchsfreies Bild. Die meisten der Beweismittel fanden Journalisten und Ermittler in den sozialen Medien. Es wird deutlich, dass russlandtreue Rebellen ausdrücklich ein Flugabwehrsystem vom Typ Buk in Russland bestellt haben und bei Pjawomaiski in Stellung brachten, rund 20 Kilometer entfernt vom Absturzort. Nach dem Abschuss kehrte der Raketenwerfer nach Russland zurück. Eine von 4 Raketen fehlt, zu sehen auf diesem Video. Rund 100 Personen werden mit dem Abschuss in Zusammenhang gebracht. Und es ist noch ein weiter juristischer Weg bis zu einer Anklage gegen konkrete Personen. Udo Lilischkis in Moskau. Für die internationalen Ermittler ist es zweifelsfrei bewiesen, diese Rakete stammt aus Russland. Wie reagiert man dort? Was hört man von offizieller Seite? Nun, uns liegt jetzt eine Stellungnahme des russischen Außenministeriums vor. Dessen Sprecherin meint, man sei enttäuscht über diese Untersuchung. Sie sei voreingenommen, sie sei politisch motiviert, aber das kenne man ja bereits. Aus dem Westen kämen ständig solche Vorwürfe. Sie beklagt auch, dass Russland nicht vollwertiges Mitglied dieser Untersuchungskommission sei, wohl aber die Ukraine. Das erlaube der Ukraine nun, Beweismittel dort im Rahmen dieser Untersuchung auch zu fälschen. Noch drastischer teilweise die Kommentare hier in den Fernsehsendungen, die wir beobachten. Da ist Enttäuschung zu spüren und Empörung vor allem über eine westliche Konspiration. Das sei Teil des großen Krieges gegen Russland, genauso wie der Vorwurf, Russland habe den humanitären Konvoi in Syrien beschossen. Ein Großteil der Kritik geht gegen Bellingcat, dieses Netzwerk, das ja, wie Anim Stauzon sagte, viele der Daten zusammengetragen hat. Und im Augenblick läuft eine Pressekonferenz des Rüstungsherstellers Almaz Antey, die diese Buk bauen. Und da tun wir uns schwer. Seit einer halben Stunde werden wir mit aufwendigsten Grafiken bombardiert, ohne dass die Kernthese genannt wurde, außer einer. Man sei hochgradig enttäuscht, dass all die technischen Untersuchungen von diesem Konzern bisher nicht eingeflossen seien in die Ergebnisse der Ermittler, die heute veröffentlicht wurden. Udo Lilischkis nach Moskau, danke schön. Die Nachricht vom Tod des ehemaligen israelischen Präsidenten Shimon Peres hat weltweit Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Bundeskanzlerin Merkel schrieb in einem Kondolenzbrief, er war zutiefst davon überzeugt, dass Israelis und Palästinenser friedlich nebeneinander leben können. Peres war in der vergangenen Nacht im Alter von 93 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er soll übermorgen in Jerusalem beigesetzt werden. Einer seiner letzten großen öffentlichen Auftritte. Shimon Peres Ende Juni mit Überlebenden der Flugzeugentführung von Entebbe. 40 Jahre liegt die legendäre israelische Befreiungsaktion zurück. Aber der 93-Jährige erinnert sich klar an jedes Detail. Verteidigungsminister ist er damals, eines seiner vielen Ämter in einer jahrzehntelangen bewegten politischen Laufbahn bis hin zum Regierungschef und Staatspräsidenten. 1923 in Polen geboren, wandert er 1934 mit einem Teil seiner Familie ins damals britische Mandatsgebiet Palästina aus. Die zurückbleibenden Verwandten werden von den Nazis ermordet.
Peres wird einer der Gründungsväter Israels, Vertrauter des Staatsgründers Ben-Gurion. Sein Weg führt von der Kibbutz-Bewegung in die Arbeitspartei. In seinen frühen Jahren setzt Peres beim Überlebenskampf des jungen Staates vor allem auf Bewaffnung, unterstützt den Siedlungsbau. Später wird er vom Falken zur Taube, Befürworter einer Zwei-Staaten-Lösung, Mitunterzeichner des Friedensabkommens von Oslo, für das Shimon Peres 1994 den Friedensnobelpreis erhält, gemeinsam mit Yasser Arafat und Yitzhak Rabin. Trauersitzung des israelischen Kabinetts heute Morgen. Ministerpräsident Netanyahu würdigt Peres als seinen Mann, der sich sein Leben lang für die israelische Nation und den Frieden eingesetzt habe. Auch vom palästinensischen Präsidenten Abbas kommt ein Kondolenzschreiben. Mit Peres, darin sind sich beide Seiten einig, verliert die Region einen unermüdlich optimistischen Kämpfer für den Frieden. Nach den Sprengstoffanschlägen in Dresden fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. Ein vorübergehend im Internet aufgetauchtes Bekennerschreiben wird nach Angaben von Sachsens Innenminister Ulbich noch auf Echtheit überprüft. Ermittelt werde in alle Richtungen. Am Montagabend waren vor einer Moschee und dem Kongresszentrum zwei selbstgebaute Sprengsätze detoniert. Verletzt wurde niemand. Dresden richtet am Montag die zentrale Feier zum Tag der deutschen Einheit aus. Hier gab es am Montagabend den ersten Anschlag. Bisher unbekannte Täter warfen mit Benzin gefüllte Flaschen an die Tür der Moschee, in der sich der Imam und seine Familie befanden. Eine halbe Stunde später ein weiterer Anschlag, diesmal auf das Dresdner Kongresszentrum. Auf einem linken Internetportal tauchte vorübergehend ein angebliches Bekennerschreiben auf. Als Absender wird die Antifa Dresden genannt, ein Oberbegriff linker Gruppen. Doch die haben das inzwischen gelöschte Schreiben als Fälschung bezeichnet. Innenminister Ulbich nahm am Vormittag im Sächsischen Landtag zu den bisherigen Ermittlungen Stellung. Sprengstoff ist keine Meinungsäußerung, sondern ein Verbrechen. Und deshalb arbeiten die Ermittlungsbehörden, um die Täter schnell zu ermitteln und einer gerechten Strafe zuzuführen. Am Montag werden zur zentralen Einheitsfeier in Dresden hunderttausende Besucher erwartet. Im Kongresszentrum, einem der beiden Anschlagsorte, ist ein Empfang mit Bundespräsident Gauck und Bundeskanzlerin Merkel geplant. Rund um den 3. Oktober sollen knapp ein Dutzend Versammlungen, unter anderem von der anti-islamischen Pegida-Bewegung und von linken Gruppen, stattfinden. Sie sollen über das Internet Propaganda verbreitet haben, um damit Unterstützer für den sogenannten Islamischen Staat anzuwerben. Heute hat die Polizei die mutmaßliche IS-Zelle bei Razzien in drei Ländern ausgehoben. In Spanien, Belgien und Deutschland gab es insgesamt 5 Festnahmen. Eine davon im nordrhein-westfälischen Wuppertal. Dort wurde ein 20-jähriger Spanier gefasst, der unter anderem Enthauptungsvideos der Terrororganisation verbreitet haben soll. Mit ungewöhnlich scharfen Worten über den Krieg in Syrien hat sich UN-Generalsekretär Ban heute zu Wort gemeldet. Die Situation in Aleppo sei, Zitat, schlimmer als in einem Schlachthaus. Im Osten der Stadt treibt die Armee von Präsident Assad die Offensive gegen die Rebellen mit Luftangriffen und Bodentruppen voran. Dabei sollen nach Angaben einer Hilfsorganisation 2 Krankenhäuser so stark beschädigt worden sein, dass sie ihren Betrieb einstellen mussten. Das Rentenniveau in Deutschland droht in den kommenden Jahrzehnten deutlich zu sinken, sollte die Regierung nicht gegensteuern. Das geht aus neuen Berechnungen des Sozialministeriums hervor. Bis zum Jahr 2045 ist demnach ein Absturz um mehr als 6 Prozentpunkte möglich. Mit den Zahlen legte das Ministerium erstmals Berechnungen vor, die über 2030 hinausreichen. Gewerkschaften, Sozialverbände und Opposition fordern, das Niveau zu stabilisieren oder anzuheben. Für die Rentner von heute gab es in diesem Jahr das höchste Rentenplus seit 23 Jahren. Doch für künftige Generationen sieht das Bild weit weniger rosig aus. Wenn es keinerlei Reformen gibt, wird das Rentenniveau in Deutschland von heute 47,8 auf 41,6% in 2045 absinken. So eine Prognose aus dem Bundessozialministerium. Und diese neuen Zahlen zeigen uns, dass es dringend notwendig ist, auch für die Jahre nach 2030 ein verlässliches Mindestsicherungsniveau in der Rente festzulegen, weil die jungen Leute ja auch wissen wollen, können sie sich auch in Zukunft darauf verlassen, dass aus der Rente wenigstens ein Beitrag kommt, der irgendwo auch im Verhältnis steht zu dem, was man an Beiträgen gezahlt hat.
Auch Bundessozialministerin Nahles, die sich heute nicht äußern will, plädiert für eine Haltelinie, unter die das Rentenniveau nicht sinken dürfe. Doch wo diese liegt, ist offen. Klar ist nur, es wird teuer. Denn der Beitragssatz würde von jetzt 18,7 auf 26,4% in 2045 ansteigen, würde man das Rentenniveau auf dem heutigen Stand stabilisieren. Die heutigen Zahlen sind ein Offenbarungseid für die Rentenpolitik der Bundesregierung. Wir müssen dringend handeln, dass das Rentenniveau nicht weiter absinkt, weil man sich ansonsten alle anderen Maßnahmen sparen kann. Im November will Andrea Nahles ihr Rentenkonzept vorlegen. Dann wird die Debatte richtig Fahrt aufnehmen. Die Lufthansa will weiter wachsen. Der Aufsichtsrat der größten deutschen Fluggesellschaft beschloss heute die komplette Übernahme der belgischen Linie Brussels Airlines. Früheren Aussagen zufolge soll Brussels künftig unter dem Dach der Konzerntochter Eurowings fliegen. Anfang nächsten Jahres soll die Übernahme abgeschlossen sein. Der Lufthansa-Aufsichtsrat befasst sich heute auch mit der Übernahme von Teilen des angeschlagenen Konkurrenten Air Berlin. Und zum Aktienhandel jetzt zu Klaus-Rainer Jackisch in die Frankfurter Börse. Dort ist heute wieder die Deutsche Bank Gesprächsthema. Nach einem Bericht der Zeit wird an einem Notfallplan der Bank für diese Bank gearbeitet. Was ist da dran? Das ist unklar. Das Bundesfinanzministerium hat diesen Bericht kategorisch zurückgewiesen und dementiert. Die Zeit wiederum hält an ihrer Darstellung fest, dass Beamte in Berlin, Brüssel und Frankfurt an einem Notfallplan arbeiten. Hier am Markt sagen viele, das ist auch nur verantwortungsvoll, denn die Deutsche Bank könnte durchaus in eine Schieflage geraten, wenn es ihr nicht gelingt, eine drohende Milliardenstrafe in Höhe von rund 12,5 Milliarden Euro aus den USA abzuwehren oder zu reduzieren. Da sei es nur sinnvoll, dass man einen Plan B in der Schublade habe. Der Chef der Deutschen Bank, John Crine, hat wiederum in der Bild-Zeitung heute deutlich gemacht, dass sein Haus solide sei, dass man die Probleme lösen könnte und dass man diese Strafe irgendwie abwenden wird. Daraufhin ist der Kurs gestiegen um rund 2,4%. Auch der gesamte deutsche Aktienmarkt im Plus. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 10.430 Punkten, 68 mehr als gestern. Die Anleger greifen nach den Verlusten der letzten Tage wieder zu. Dankeschön nach Frankfurt. Noch immer schüttelt der Dieselskandal den Autobauer Volkswagen kräftig durch. Da ist die Branche gut beraten, die Aufmerksamkeit kurz vor Beginn des Autosalons in Paris schnell auf ein anderes Thema zu lenken, Elektromobilität zum Beispiel. Und so übertrumpfen sich die Autobauer mit neuen batteriebetriebenen Modellen und Studien. Auch VW stellt jetzt ein Elektroauto vor, mit dessen Hilfe der Konzern die Läuterung vom Abgassünder zum Umweltengel schaffen will. Noch am Sonntag warb Paris mit diesen Bildern die Champs-Élysées autofrei, ein Paradies für Fußgänger und Radfahrer. So sieht es normalerweise aus, Staus, verdreckte Luft, Krach. Das kann sich ändern, sagt die krisengeschüttelte deutsche Autoindustrie. Besonders VW ist nach dem hausgemachten Dieselskandal auf der Suche nach positiven Signalen. Mit einem Elektroauto soll das Image aufpoliert werden. Geräumig, umweltfreundlich, zeitgemäß. Das ist unsere erste Plattform, unser erstes Technologieset, das nur elektrisch fahren wird und fahren kann, mit einer Reichweite von 400 bis 600 Kilometern. Der Wagen wird etwas teurer sein als ein Golf Diesel in der Mitte, aber für jeden erschwinglich. Aber es wird noch 4 Jahre dauern, bis dieses VW-Elektromodell auf den Markt kommt. Trotz Kaufprämie und der Aussicht auf leise und saubere Autos, die Käufer sind skeptisch. Vor allem die Reichweite macht den Kunden Sorgen. Auch Opel stellt ein neues Elektrofahrzeug vor, den Ampera E, der bereits im Frühjahr auf den Markt kommen soll. Was ganz toll ist am Elektromotor, er ist sofort da. Mit dem Auto haben Sie Spaß am Fahren. Das Zweite, was wir haben, der Wagen ist von außen ein Kleinwagen, aber im Innenraum so groß wie ein Kompaktwagen. Am Freitag wird der Pariser Autosalon offiziell eröffnet. Dass bereits heute zwei große deutsche Hersteller Elektromodelle vorgestellt haben, zeigt eins, die Branche stellt sich um. Die Hamburger Traditionswerft Blum und Voss bekommt einen neuen Eigentümer. Die Lürssen-Gruppe mit Sitz in Bremen hat sich mit dem bisherigen Eigentümer über den Kauf geeinigt. Das Kartellamt muss noch zustimmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Blum und Voss wurde vor 139 Jahren gegründet. Derzeit arbeiten am Standort in Hamburg knapp 1000 Menschen. Und zum Schluss schauen wir auf das Wetter. Die Vorhersage bis morgen Abend. Ist es heute Nacht oft klar, stellenweise bildet sich Nebel. Im Norden mitunter dichte Wolken, aber nur in Nordseenähe ein paar Tropfen. Morgen nach Nebelauflösung verbreitet sonnig, im Norden später aber immer mehr Wolken, aus denen es zeitweise regnet. Dazu windig, an der Nordsee sowie in den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen Sturmböen.
An der Nordsee heute Nacht bis 17, im Bayerischen Wald nur 6 Grad. Morgen auf den nordfriesischen Inseln knapp unter 20, am Oberrhein bei Sonne bis 27 Grad. Um 20 Uhr gibt es die nächste Tagesschau. Auf Wiedersehen.